Guck mal hier, ich habe sie sogar begossen. Gratis. Damit sie nicht mehr so schwitzt, oder was? Hast gehört, Ryan, du schwitzt uns zu viel. Das habe ich nicht gesagt. Meine Gießkanne eigentlich leer jetzt? Oh, was? Ja, scheint so. Oh, meine Stimme versagt schon wieder. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, Leute. Tut mir leid. Immer diese was machen wir eigentlich mit den ganzen Blumen? Wir haben Tonnen von Blumen hier und machen damit nichts, oder? Verkauf die meistens, weil... Was willst du sonst aber tun? Ja eben, das ist halt die Frage. Gibt es denn irgendwelche Quests oder sowas? Die Romanzen irgendwie ein bisschen, aber die Romanzen gehen auch irgendwie nicht davon. Genau, so toll, oder? Ja. Oh Gott, ich habe Angst, zu den Tieren zu gucken. Verstehe ich nicht. Ich habe Angst. Super. Habe Angst. Aber weißt du, was witzig ist? Dieses eine Tier, was du Manni genannt hast, habe ich in meinem Spielstand auch so genannt. Spoiler. Ich weiß, dass eigentlich Manni heißt. Bei mir heißt dieses andere, also heißt dieses Tier anders. Toffi. Nein. Nein. Bei mir heißt zum Beispiel auch mein Hühnchen heißt bei mir Nagi. Nagi. Ich dachte, heißt sie. Nagi macht dich nackig. Ja, ich habe gerade schon mich um das Tier gekümmert. Ihr macht's ja nicht. Nein, gebürstet hast du ihn nicht. Aber du hast mir keine Zeit gelassen. Du bist ja schon dran gewesen, weißt du? Eigentlich will ich nur die ganze Zeit das Feld hier. Ich will eigentlich nur das Feld hier nässen, aber das Vieh geht immer dazwischen. Dein Bruder will nicht, dass du gießt. Guck mal, Zockenfreunde Mario hat geschrieben, die Kuh heißt bei ihm Ryan. Willst du mir jetzt damit sagen, ich bin fett oder was? Das kannst du bei Frauen egal wie auslegen. Das ist immer falsch. Blub, 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 blub. Jana, was hast du gekauft? Eine Axt. Habt ihr schon wieder Geld ausgegeben? Was ist eigentlich los mit euch? Kündigt das doch mal an. Diese Axt. Nee, tatsächlich nicht. Die Tiere kosten 400. Ich wusste es nicht. Ich wollte mich einfach nur gut verkaufen. Aber ich hätte hier noch 3 Barren. Wenn irgendwer möchte, kann er sich auch verbessern. Ich brauche nicht mehr. Ach, du hast schon alles, oder was? Ja. Willst du mich verarschen? Bin ich jetzt der einzige Lappen, der hier noch nicht alles aufgerüstet hat? Gebt dir welche, warte. Oh, danke. Toffi wird noch arm im Spiel. Ich werde die ganze Zeit verarscht hier, dankeschön. Warum wird Toffi arm? Hallo? Siehst du, ihr habt mal ein bisschen Mitleid mit mir hier. Da ist noch genug Geld da. So sind jetzt die anderen Tiere, ich sehe die doch gar nicht. Ja, dann guck dich mal genauer um auf der Farm. Ach, wir müssen hoch oder was? Ups. Weiß ich nicht. Okay. Oh Gott. Und wie heißen die? Manni und Wolni. Das ist jetzt Mutter Wolni oder was? Das heißt, sie haben hier bald 15 Kinder rumfliegen, oder? Das hast du jetzt gesagt. Manni ist übrigens neugierig. Und Wolni ist rattig oder nee? Auch neugierig. Okay, wissen wir Bescheid. Mama. So, bevor ich meine Aufwertung mache, gehe ich jetzt mal ganz kurz eine Quest abgeben. Das nervt mich sonst. Hier habe ich schon die ganze Zeit fertig und ich mach's nur nicht. Das geht doch nicht. Es geht doch nicht. Geht doch nicht. In den letzten 2 Minuten habe ich keine mehr. Scheiße. Ist okay. Ist okay. Ist nicht okay. Ist okay. Wo muss denn hin da, ne? Ups. Mit den Flügeln ist übrigens 1000-mal einfacher. Ich bin froh, dass wir sie haben. Die Wege zu gehen ist viel einfacher, finde ich. So, ich habe eine Aufgabe abgeschlossen. Ja. Dankeschön. Brauche 8 kleine Heiltränke. Ach du Scheiße. Da muss ich noch ein bisschen Equipment holen, glaube ich. Ich habe immer noch Hunger.
Warum habe ich heute so einen Kohldampf? Ich dachte, ich hätte guten Mittag gegessen. Was gab es heute bei euch zum Mittag? Nichts. Gar nichts? Brot. Brot? Ist ja genauso trostlos. Naja, auf der Arbeit halt Brot mit Tomate und Käse. Und heute am Abend? Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe. Ja, aber da bin ich auch nicht wirklich satt von, oder? Na doch, ich schon. Und Ryan, du gar nichts gegessen heute, den ganzen Tag nichts. Nee. Was? Wieso isst du denn nichts? Es ist sehr stressig aktuell. Tatsächlich vergesse ich sehr oft das Essen. Reicht eine kleine oder was? Müssen wir gucken. Brauche zwei, acht kleine Heiltränke, genau. So. Dafür brauche ich Froschschweiß. Achtmal. Froschscheiß brauche ich. Wie kriegt man denn Froschschweiß? Durch Frösche wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt muss ich ein paar Frösche fangen. Ja. Oh, toll. Das artet ja an Arbeit aus. Ja. Ich hatte Spaghetti mit Pesto. Oh, hätte ich jetzt auch gerade voll Bock drauf. Oh, ohne Witz jetzt. Jetzt ein bisschen Spaghetti mit Pesto. Oh, will ich jetzt gerade töten für. Oh, der hat eine Quest für mich. Du bist es, Toffee. Tode hat eine Quest für uns. Jetzt, wo diese Strudel weg sind, sieht meine To-Do-Liste viel einfacher aus. Ich habe ein Do-It-Yourself-Projekt begonnen, aber mir scheint die Materialien ausgegangen. Könntest du welche für mich besorgen? Eichenbauholz, aber das haben wir, oder? Wenn wir wirklich Toder sein. Weil er Eichenbauholz will? Nee. Aber jetzt, wo die Strudel weg sind, ist meine To-Do-Liste viel länger. Wo sind denn hier Frösche, wisst ihr das? Oder kommen die nur an wenn es nass ist? Wenn's also nass am ist. Strand auf jeden Fall nicht. Ja, hätte ja sein können. Kommen die nicht meistens erst, wenn es dunkel ist? Schon wieder gelaggt. Es laggt die ganze Zeit bei mir, ey. Toller Hotfix, ne? Ah, da ist ein Frosch. Hey, der ist aufs Schild geküpft. Ich kann nichts dafür. Okay, jetzt ist er da. Jetzt habe ich das erste Mal eine Biene geholt. Du hast doch keine Biene. Nee, ich hatte noch keine. Ich bin eine Biene. Hä? Oh, ist mein Kescher jetzt zu schlecht oder weswegen kann ich den nicht fangen? Ich kann den nicht fangen. Das ist ein Glitzerfrosch. Das ist ein Shiny-Frosch. Ich kann den nicht fangen. Doch, du musst mehrmals. Ja, habe ich gerade gemacht. Dreimal oder so. Nicht geklappt. Oder ist dreimal jetzt auch zu wenig? Ja. Oh Gott. Du hast ja auch noch diesen Luschen-Kescher. Diesen Lusch. Aua. Das heißt, ich muss jetzt meinen Kescher verbessern. Mach das mal, ja. Ich gehe zu Kescher. Du darfst das Geld doch ausgeben. Ich erlaube dir das. Ja, das macht ihr ja schon ganz fleißig hier die ganze Zeit. Bitte? Hä? Hey, Ryan gibt nur das Geld aus. Bitte? Ja. Was war denn gerade mit 1,5? Das jetzt war wird der Hass real. Er hat schon das ganze Werkzeug hier aufgerüstet. Ja, dafür haben wir aber halt auch genug Geld, ne? Also jetzt beschwer dich mal nicht noch. Ich muss mir so ein riesiges Lachen die ganze Zeit anhören. Lass mich. Wo mache ich denn den Kescher? Wo mache ich das denn? Bei dem Typen, wo wir den bekommen haben. Das weiß er nicht mehr. Nee, das weiß ich nicht mehr. Nee, wirklich nicht. Ja, der ist hinten links. Oder so. Hinten links. Wie heißt denn der? Weißt du das? Nee, Norbert. Keine Ahnung. Der hat so Bienenstöcke bei sich rumstehen. Ich glaube, der hier mit dem... Weststadt, der mit dem Hut. Weststadt, der mit dem Hut, Moment. Ach, der. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Der Mel. Mel? Mel. Mel Gibson. Mel Gibson, genau. Mel Gibson hat uns die Sachen gegeben. Hey, jetzt ist er weg! Mel Gibson? Ah, ne, jetzt ist er wieder da.
war zu schnell. Viel zu schnell für Pummelus. Ich weiß. Ich bin auch zu schnell für Pummelus. Was brauche ich denn dafür? Tierchen fangen Stufe 3. Muss ich aber erst erreichen. Oh ja, gut, dann viel Spaß. Hups, ich glaube, das habe ich ein bisschen wenig gemacht in letzter Zeit, wa? Boah, bisschen. Was Tillerin Boy schreibt übrigens, Meisterdetektiv Pikachu macht genauso viel Spaß und süchtig wie Dreamlight Valley. Echt jetzt? Gerade bei Meisterdetektiv Pikachu habe ich so ein bisschen die Angst, dass es vielleicht ein bisschen eintönig werden könnte. Ist das heute eigentlich rausgekommen? Ja. Ich dachte, das kommt viel später raus. Ich habe so heute schon auf dem YouTube gehauen. Ja, das habe ich gesehen, aber es das heißt ja nicht immer unbedingt, dass das heute auch released das wurde. Das sage ich aber im Video. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Wieso machst du das nicht? Weil ich keine Zeit hatte. Wieso hast du keine Zeit? Weil ich leider arbeiten muss. Weil wieso musst du arbeiten? Ich habe auch gesehen, obwohl ich arbeiten war. Ja, das ist Ausreden hier. Ich habe kein Homeoffice. Du kannst ja gerne mit meinem Chef telefonieren. Vielleicht darf ich dann. So eine Therapiemethode, wenn du überfordert bist bei der Arbeit oder sowas, wenn es zu viel wird, dann darfst du Toffee gucken. Okay, also immer. Kann ich die Küken einfangen? Nein. Du hast wieder voll die Lags gehabt, ey, das gibt's nicht. Was willst du mit den Küken? Ich weiß es nicht, um meine Stufe erhöhen. Weil Küken auch Insekten sind. Hä? Wer sagt denn, dass es nur Insekten? Frösche sind auch keine Insekten. Hier schon. Der heißt Mel, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, Shawnee auch noch da. Danke für den Hinweis. Ja, wir haben es vorher schon rausgefunden, aber trotzdem auch danke, dass du es nochmal geschrieben hast. Ich suche gerade irgendwelche. Oh, da war ein Insekt. Ich habe eine Zikade gefangen. Ich suche Insekten. Aber sie sind schwer zu finden, weil sie Insekten sind. Hast du verstanden? Das war ein Wortwitz, weil ich wollte darauf hinaus, dass sie Insekten sind. Scientology und so, weißt du? Bleib mal hier liegen. Hallo, Jana. Hallo. Ich habe den Käfersaft gerade aufgesammelt. Muss warten, bis ihr schlafen geht. Ich habe den Käfersaft gerade aufgesammelt, falls du das meintest. Ja, mein Rucksack ist voll. Ach so. Was, schon schlafen gehen? Jetzt doch noch nicht. Nein, nein, ich muss warten. Ach, warten gehen. Bis ihr schlafen geht. Warum? Weil ich immer jetzt in dem Dungeon liege und mich nicht mehr bewegen kann. Und plötzlich wurde es ein Horrorspiel. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Keine Ahnung, ich kann nichts machen. Marius Schaf heißt übrigens Jana. Ich zeig euch das jetzt. Hey, du bist toller. Nee. Dankeschön, ich bin Toffi. Es ist wichtig, in Form zu bleiben. Es gibt da draußen viel zu entdecken. Siehst gut aus. So eine Freundaufgabe. Zeige Drack Fruchtlikör. Fruchtlikör. Alle wollen die immer Fruchtlikör haben. Luftlikör. Luft. Ich hab euch das Bild mal gepostet. Ich kann nichts machen. Das ist auch scheiße. Toller Hotfix. Ja. Also, ich habe keine Stimme mehr. Ich kann gerade nichts mehr machen. Du liegst aber auch echt wie tot. Ja. Wo ist denn das? Ich kann nichts machen. Das ist egal was. Bilder Wunderland? Oh Gott, ich sehe aus. Nee, im Mod-Channel. Ach, Mod-Channel. Das sieht nicht gesund aus. Moment, wo ist denn der Mod-Channel hier? Da. Okay, das sieht gut aus. Ich kann halt wirklich gar nichts machen. Ich kann noch warten. Vroni, Tobi, bekommen wir deine Adresse, damit wir die Rechnung für unsere gekauften Spiele zu dir schicken. Du hast ja mal gesagt, du zahlst uns die Spiele, die wir wegen dir kaufen. Nein, das war ein Scherz. Und das möchte mich von dieser Aussage offiziell distanzieren. Also ich habe das auch so gehört. Nein, ja, das habt ihr alle verhört. Nee. Vor allem für uns Mods möchtest du das machen, hast du gesagt. Mhm. Ja. Vor allem so viele Spiele wie Ryan spielt und vor allem wie schnell sie die durchspielt, bin ich bald pleite. Bitte? Aber wir müssen die ja spielen, damit wir wissen, was ein Spoiler ist und was nicht. Ach so, aber ich spiele doch auch nicht die ganzen anderen Spiele, die Ryan spielt.
Spiele ich doch gar nicht. Star, hier, wie heißt das? Starlink, sage ich schon. Nein, aber wenn du ein Spiel aussuchst, dann müssen wir das auch bekommen, damit wir das vorspielen können. Ach so. Da spiele ich irgendwas, was keine Sau spielen möchte. Ich hab Starfield gar nicht viel gespielt, tatsächlich, weil die Zeit halt einfach nicht da ist. Ich hab da immer noch nur 7 Stunden. Ja, yeah, ich hab endlich Level 3. Yeah! So, jetzt müssen wir mal ins Bett gehen. So langsam. Aber wenigstens habe ich jetzt Fangstufe 3. Hallo, Jana. Ja. Vajana. Mach Platz, mach Platz. Weißt du, du stehst im Weg, wer hier jetzt Lager will, weißt du? Ich könnte jetzt auch einfach schlafen gehen. Weißt du, Jana, tu's, ich kann nichts machen. Ich versuch's gerade. Ach, scheiße. Nein, ich wollte doch gerade was machen. Das war mit Ankündigung. Du hattest eine Chance. Du hast sie nicht genutzt. Jetzt Freund immer noch und da, Feierlichkeiten, nicht. Angelhaken und Schnurfest. Immer noch? Ist das doch abgeschlossen? Da gibt es ja schon wieder eine Quest. Nee, ist das jetzt nicht heute erst offiziell das Fest? Jetzt die Question. So, jetzt hole ich mal das Zeug hier raus. Froschschweiß habe ich nur einmal gekriegt. Ich brauche viel mehr Froschschweiß. Ich brauche ganz, ganz viel Froschschweiß, Leute. Ihr habt da so einen Fetisch. Also, das Fest ist erst heute. Hä? Steht im Kalender. Das heißt, die Aufgabe habe ich vorher machen können? Wo ist der Kalender da? Vielleicht waren das die Vorbereitungen. Angelhaken und Schnurf. Ein Sommerfest, das die Fülle der Flüsse und des Meeres feiert. Oh, scheiße, die Versandverträge habe ich auch schon komplett vergessen. Die gibt's ja auch noch. Ups. Ich gehe mal kurz zu den Versandverträgen. Ich kümmere mich mal ganz kurz um die Tiere. Macht das jetzt keiner? Also um meine Tiere. Die Ryan da gekauft hat, das darf Ryan sich drum kümmern. Okay. Das war wieder Geld ausgegeben. Benutzt du deinen Froschschweiß als Deo? Ja, natürlich. Ein Eau de Toilette mit Betonung auf Toilette. Das neue Axe Froschschweiß. Axe Froschschweiß. Also ist das eigentlich Frog Sweat? Auf Englisch? So, wo ist denn der Malfuzzi? Nochmal. War der nicht hier oben irgendwo? Die sind immer wieder woanders. Nee, der steht immer an einem Punkt. Nee, der hat ganz anders gestanden vorhin. Hä? Nee. Das ist ja nicht sein Haus. Ja, dann ist der umgezogen. Vorhin war der noch da. mit dem kompletten Haus. Ich sterbe, glaube ich, gleich. Ist das okay? Hast du dich vorher wenigstens um die Tiere gekümmert? Ja, aber wenn ich dann sterbe, kümmert sich ja danach niemand mehr um die Tiere, verstehst du? Ja, na doch. Da sind wir ja auch noch. Mann, wie komme ich hier wieder hoch? Ach, da. Laufen. Saufen, saufen, saufen. Frog Sweat. Das klingt irgendwie nicht schön. Da könnte man was Schöneres sagen als Frog Sweat. I just wanna make you sweat. Ich hab Geld ausgegeben. Ah, Toffee, wie schön dich zu sehen. Ich sollte vielleicht Zeit für einen Ausflug ins Feenreich finden und der Mutter der Waldlichter einen Besuch abstatten. Der will mich daten, der Namaschal. Haben wir rauen Zitrin bei uns im Inventar? Glaub schon. Dann muss ich da mal, weil dann kann ich mit dem Namaschal nämlich rumshakern. Ja,
Hat irgendwer schon die Silbersiegel hergestellt? Sonst mache ich das jetzt. Dann machst du das. Ich habe es nicht gemacht. Rühren? Ich habe auch nichts getuten Taten. Okay. So, wo ist denn rauer Zitrin? Ach, da muss man wieder drauf drücken, ne? Da ist rauer Zitrin. 10 Stück brauche ich. Na mal schauen. Na mal schauen, ob der mich jetzt daten möchte. Hä? Ich kann da nicht runter. Jetzt. So. So, nächstes Gesprächsthema. Über was können wir noch reden? Froschschweiß. Froschschweiß. Magst du das Thema doch nicht? Also habe ich ihn jetzt. Ach, Aufgabe einlösen muss ich nochmal machen. Komisch. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich habe ihm jetzt gerade quasi das Zeug gegeben, was er haben wollte, und musste ihn nochmal anquatschen, um nochmal die Aufgabe zu bestätigen. Ja, das finde ich auch richtig komisch. It's weird. This is so weird. Oh mein Gott, Namaschal. What's wrong with you? Jetzt läuft er einfach weg, weißt du? Ich dachte, wir daten jetzt. Na, hat er gesagt. Sag ich auch immer. Na. Huch. Oh mein Gott, ich back umher, Mama. Was backst du? Liegst du schon wieder auf dem Boden? Nee. Oh, ich weiß nicht, irgendwie ist, dieser Hotfix ist irgendwie interessant fürs Crossplay. Also. Nicht, dass wir uns da wirklich was eingebrockt haben hier mit dem Hotfix. Hätten wir es einfach weggelassen. Vorhin ging's ja. Vorher, meine ich. So, ich brauche trotzdem noch Frösche. Wir brauchen ganz, ganz viele Frösche. Wie viel brauchst du denn davon? Ich muss insgesamt 8-mal Froschschweiß, also 8 Heiltränke herstellen, deswegen brauche ich noch 7-mal Froschschweiß. Aber ich finde hier keine Frösche, die sind voll rar. Wie weit bist du denn im Sternpfad? Oh Gott, leider noch viel zu wenig gemacht, weil ich nicht dazu komme zu spielen. Hier sind Frösche. Aber jetzt ändert sich ja alles, weil wir haben die Streaming-Woche. Das bedeutet, ich kann jetzt wieder viel mehr spielen mit euch. Vielleicht wird das ein oder andere Spiel ja mal durchgespielt. Würde mich mal freuen. Jundert Valley. Ja, genau. Das spielen wir jetzt heute durch. Man, das, weil man das ja auch durchspielen kann. Ja, natürlich. Mhm. Also rein theoretisch alle Sachen machen halt, ne? Du kannst es trotzdem nicht durchspielen. Ja gut, wie du es interpretierst als durchspielen, ne? Der eine sagt es halt so, der andere so. Ja, aber solange da halt noch Sachen kommen, kannst du es ja nicht durchspielen. Solange es ja kein richtiges Ende gibt, kannst du es nicht durchspielen. Du hast vielleicht die Hauptstory durchgespielt, ja. Und auch so die Aufgaben bisher fertig, aber richtig durchspielen kannst du es nicht. Du kannst es nicht auf 100% machen aktuell. Kann man Free-to-Play-Spiele, wenn es dann Free-to-Play wird, überhaupt 100% spielen? Da sind sie eh nie 100%. Kannst du es 100% spielen, wenn das Spiel nicht mehr weiterentwickelt wird? Genau, eben. Du wartest einfach ab, bis es fertig ist. Aber dann wird es wahrscheinlich auch eingestellt. Dann kannst du es nicht mehr runterladen. Dafür müsste Toffi erstmal alle Möbel kaufen. Das wird nicht passieren. Und Klamotten. Das ist aber die Frage, ob das zu 100% zählt. Ich finde sowas immer nervig. Also mich nervt es halt immer irgendwie die... Aber ich finde, da geht's, weil du bist halt schnell im Laden und entweder ist es da oder nicht. So. Sollen wir mal wieder ein bisschen was kochen hier? Und wieder. Ja, wir brauchen doch wieder bald mal Essen, damit wir hier bald mal wieder looten gehen können, oder nicht? Ja, wir müssten, glaube ich, langsam mal gucken, dass wir gutes Essen machen, was uns viel Energie bringt. Na ja, gut. Naja. Aber wie viel Energie bringt denn das dann? Das sieht man ja gar nicht, 50, ne? Doch, das steht oben. Da ist immer so ein kleiner Blitz und dann steht das daneben. Du, drück mal ZL für Info. Ach, ZL.
Hä? Nee, da steht aber auch nichts. Nee, dann, hä, aber bei dir stand es gerade eben und jetzt steht's nicht mehr da. Du machst alles kaputt. Ja, was kann ich denn dafür? Was gerade eben stand? Ich hab's bei dir gesehen. Ich hab's gesehen eben. Hä? Da steht, da guck mal, da wo jetzt der Pilz steht, mit den 5 Stunden. Da stand eben bei dir auch noch ein Blitz mit wie viel Energie das gibt. Echt jetzt? Ja, ich hab's gerade bei dir gesehen. Okay, nee, da weiß ich nicht. Bei mir steht das halt auch da. Ich mach jetzt mal gutes Essen hier. So, ich hab gutes Essen gemacht, Leute. Oh Gott. Jetzt kitzelt's mich aber die ganze Zeit an der Lunge. Ich merke, ich bin tatsächlich noch nicht fit.